der Einstieg oder das Durchgehen durch das Tor, durch das Portal, bedeutet für mich, dass ich mich von meiner menschlichen Identität, von meinen Geschichten, von meiner Vergangenheit, insbesondere meinen Verletzungen und von meinen Ängsten verabschiede, weil ich weiß, dass ich das nicht in Wahrheit bin, dass diese Charaktereigenschaften, dass diese Ausprägungen von mir, die auf Angst basieren, die auf der Vergangenheit basieren, die auf einer Persönlichkeit basieren, die verletzt werden kann, die abgelehnt werden kann, die nicht gut genug sein kann, die fehlerhaft sein kann, all diese Annahmen in Wahrheit, was meine Seele betrifft, meine Seelenidentität, meine Divine Design Identität überhaupt nicht zutreffen kann. Weil meine göttliche Perfektion, mein göttliches Design, meine Wahrhaftigkeit, das, was ich in Wahrheit bin, hat keinen Fehler. Ich bin ohne Fehler hierher gekommen. Und ich bin ohne Verletzungen hierher gekommen. Ich bin ohne Ängste hierher gekommen. Und all das, was Verletzungen, Ängste in mir hochkommen lässt, sind Erfahrungen aus der Vergangenheit, Erlebnisse aus der Vergangenheit, die Rückschlüsse und Annahmen in mir ausgelöst haben, die ich immer noch in mir trage. Ein Beispiel ist die Angst, zurückgewiesen zu werden oder nicht anerkannt zu werden, nicht gehört zu werden, nicht respektiert zu werden. Diese Angst, die haben wir alle. Und der Rückschluss ist eben immer wieder das Gleiche. Ich bin nicht gut genug. Irgendetwas ist an mir nicht richtig. Diese Angst und diese Zusammenhänge bringen uns dazu, Anhaltspunkte zu suchen, im Außen, unbewusst. Wir sind uns da gar nicht bewusst. Das ist einfach die Angst, die uns dazu bringt und sagt, wenn ich vorher irgendwie das finden kann, bevor es mir passiert, kann ich mich schützen davor. Also wenn ich merke, dass ich nicht so gut ankomme, wenn ich merke, dass ich keine Resonanz bekomme, dass ich im Außen nicht anerkannt werde, dass ich kein Lob bekomme, wenn ich da schon die leiseste Vorahnung habe, dass das vielleicht so ist, weil sich das im Moment so anfühlt, weil mich keiner beachtet, weil keiner aufmerksam ist, weil mir gerade keiner zuhört, dann habe ich schon diese leise Angst, dass es nicht gut ist, was ich nicht mache, dass ich vielleicht abgelehnt werden könnte, dass ich vielleicht scheitern könnte. Es ist im Beruf, es ist in Beziehung, in allem, was immer. Diese Angst, die hält uns jedes Mal im Status quo oder erlaubt minimale kleine Schritte, erlaubt minimale kleine Risiken, die ich eingehen kann. Aber wenn ich genug Risiken eingegangen bin und keine Resonanz dementsprechend bekommen habe, dann höre ich sofort auf. Dann fühle ich mich nicht gut, dann gebe ich auf, dann kapituliere ich, dann mache ich nicht weiter. Aber wenn ich dieses Gesetz der Annahme und das Gesetz der Reflexion verstehe, dann weiß ich, dass wenn ich Angst habe, dass wenn ich mit dem Schlimmsten rechne, wenn ich mit Ablehnung
rechne, weil ich davon ausgehe, dass ich nicht gut genug sein könnte, weil ich davon ausgehe, dass es vielleicht nicht gut ankommt, dann bin ich nach wie vor in diesem menschlichen Denken drin, in dieser menschlichen Persona, die glaubt, ich kann Fehler machen, das Ergebnis der Fehler tut mir weh, ich kann abgelehnt werden, das tut mir weh, ich kann versagen, das tut mir weh. Und es tut meinem Menschlein weh, meinem menschlichen Denken. Das tut mir weh, wenn das passiert. Und es ist klar, das haben wir alle erlebt. Aber wenn wir jetzt durch diese Türe durchgehen und erkennen, dass wir vor nichts Angst haben müssen, wenn wir erkennen, dass unsere Seele, unser wahrhaftiger Seinszustand, unser göttliches Design immer perfekt sein darf, immer großartig sich fühlen darf, unter jedem Umstand sich als dieses göttliche Wesen erkennen und erfahren darf, dann sind wir frei von diesen Ängsten. Dann müssen wir uns nicht mehr schützen. Dann müssen wir nicht mehr zumachen. Dann müssen wir nicht mehr weglaufen, sondern dann können wir präsent sein. Präsent in uns und unserer Energie. Und diese Präsenz wiederum, dieser Seinszustand, der weiß, ich bin das, was ich bin. Ich bin alles, was ich glaube, sein zu können, zu wollen, das bin ich alles jetzt in diesem Moment. Ich vereine die Energie des gesamten Universums in mir. Ich vereine die Energien aller Realitäten in mir, weil alle Realitäten stehen mir zur Verfügung. Neville Goddard sagt, Creation is finished, Schöpfung ist abgeschlossen. Ja? Das ist ja auch nochmal so ein geiles Ding. Wenn ich weiß, Schöpfung ist abgeschlossen, boah, da muss ich ja gar nichts mehr erschaffen. Da geht mir ganz schön viel Stress los. Ich muss das gar nicht mehr im Einzelnen erschaffen, sondern ich muss nur noch einsteigen. Also ich muss gar nicht mehr das Auto basteln. Ich muss es nicht zusammensetzen. Ich muss es nicht konfigurieren, sondern es steht schon da. Alle Autos in allen unendlichen Konfigurationen, die stehen schon da. Und ich muss nur noch einsteigen. Ich muss nur noch einsteigen. Und damit ich da einsteigen kann und dass ich da sitzen kann, dazu muss ich mir klar sein, ich kann jedes Auto fahren. Alle Autos funktionieren nach dem gleichen technischen Prinzip. Ich kann jedes Auto fahren. Ich bin gut genug, jedes Auto zu fahren. Jeder sieht, dass ich jedes Auto fahren kann. Keiner zweifelt daran, ich auch nicht. Wenn ich nicht daran zweifle, dass ich jedes Auto fahren kann, zweifelt auch sonst niemand daran, dass ich jedes Auto fahren kann. Aber es geht darum, dass ich sage, welches ist mein Auto? Und es ist so für mich gedacht, in dem Moment, wie ich mich dafür entscheide, dass es mir gefällt. Und in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, dass es mir gefällt, weiß ich, dass ich die bin, die mit diesem Auto die geilste Ausfahrt macht, die geilsten Erlebnisse hat, sicher, schnell, schick unterwegs ist. Aber ich muss kein Auto bauen.
Sind alle gebaut, sind alle gebaut. Alles ist da. Jede Farbe, jede Anordnung, die man sich nur vorstellen kann. Es ist fertig. Creation is finished. Und ich steige ein. So. Und jetzt kommen wir gleich zu diesem Einstieg, zu diesem Eintreten in diese göttliche Energie, in dieses göttliche Portal. Und dafür ist es wichtig, dass ihr euch unwiderruflich dafür entscheidet und euch selber sagt, ich verstehe, um was es geht und ich steige aus meinen Limitierungen, aus meinen Ängsten, aus meinen Prägungen, aus meinen vergangenen Geschichten bewusst jetzt aus und steige ein in mein göttliches, grenzenloses, fehlerloses, leidloses, perfektes Sein, das für mich gedacht ist, das für mich immer schon gedacht ist. Ich war hier, ich habe diese menschliche Erfahrung gemacht, um an diesen Punkt zu kommen, an dem ich feststelle, ich habe eine Wahl. Ich alleine habe eine Wahl. Und an diesem Punkt sind wir alle angekommen, wo wir feststellen, ich kann wählen, weil ich bin Schöpfer. Ich bin diejenige Person, die die Energie hält, in der sie sein will. Ich muss keine Energie halten von Angst, von Leid, von Furcht, von Horror, wenn ich das nicht will. Sondern ich kann in eine Energie einsteigen und die halten, die Fülle und Erfülltheit trägt als Information. 0,0 Mangel. Und ich bin jetzt hier an diesem Punkt, wo ich mich hundertprozentig dafür entscheide, für diese göttliche Energie. Ich will nicht sagen neue Energie, weil sie ist ja uralt. Für diese göttliche Energie, für die Energie der Fülle. Weil alles andere war ja vorher sowieso nur ein Abtrennen. Ein künstliches Abtrennen, Begrenzen, Mensch machen, das war alles künstlich. Damit ich irgendwann mal so eng werde und so unzufrieden, dass ich in die Erkenntnis komme und sage, das entspricht mir gar nicht, ich bin doch gar nicht so eng, ich bin doch gar nicht so. Das bin ich doch gar nicht. Deswegen bin ich so unzufrieden, weil ich mit einer Illusion lebe, in einem Hologramm lebe, das gar nicht dem entspricht, was ich in Wahrheit bin. Und mit dieser Erkenntnis könnt ihr jetzt eine Wahl treffen. Eine Wahl, die ihr nicht mehr widerrufen müsst. Sondern sagen könnt, natürlich, nichts verliere ich von dem, was mir wert war in diesem kleinen Kabäuschen, wenn ich aufmache in alle Dimensionen, Realitäten, Energien, die immer nur hier und jetzt stattfinden. Hier und jetzt.
kann ich sein. Und die Illusion einer horizontalen Zeitlinie, die gebe ich mit ab. Die brauche ich nicht, wenn ich doch weiß, dass es nur um mich hier und jetzt geht. Ich gebe die Illusion von Zeit zurück. Sie war mir dienlich bis zu diesem Punkt. Aber in dem Moment, wo ich mich entscheide, auszutreten aus der horizontalen Zeitlinie, aus dem horizontalen Denken, weil ich weiß, es gibt nur immer jetzt. Und selbst wenn ich an die Vergangenheit denke, dann ist es, als wäre ich jetzt in der Vergangenheit. Und wenn ich an die Zukunft denke, dann ist es, als wäre ich jetzt in der Zukunft. Das Spiel kann ich mir sparen. Ich mache es simpel, weil ich verstehe, es gibt ja nur jetzt und ich fange an, vertikal zu denken. Vertikal nach oben, wo ich jede mögliche Realität jetzt verkörpern kann. Wo ich in jedes mögliche konfigurierte Auto jetzt einsteigen kann. Alles ist jetzt für mich zur Verfügung in energetischer Form, in der Energie, wo alles generiert und kreiert ist, wo kein Mangel herrscht. Wenn ich da eingestiegen bin, brauche ich keine Zeit mehr. Also der Faktor, ich muss ihn nicht mehr, den Faktor Zeit als irrelevant einordnen, sondern ich muss ihn überhaupt nicht mehr haben. Ich brauche keine Zeit. Mein Ego braucht Zeit. Das hat Gedanken in horizontaler Linie. Mein Ego-Denken hat Gedanken in Zusammenhängen, in Geschichten, in Rückschlüssen. Wenn ich durch dieses Portal gegangen bin, ist alles leicht. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Analyse, ich habe keine Rückschlüsse, sondern ich bin alles jetzt. Ich bin alles jetzt. Und das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich alles jetzt bin, dann existiert, wie die Autos existiert, jede Realität existiert jetzt, 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 jetzt. Ja. Wie Dias. Jedes Dia, jeder Ausschnitt, jeder Screenshot existiert jetzt. Und ich beleuchte eine Realität jetzt, wo alle Menschen so sind, wie sie von mir festgelegt werden, wo alle Beziehungen so sind, wie sie von mir festgelegt werden, wo alles die Qualität hat, die ich festgelegt habe. Der Screenshot, mein Screenshot, meine Welt, meine Realität, so wie sie mir gefällt, jetzt.
Und es gibt alle anderen auch, ja? Es gibt die Unerwünschten, es gibt die Verletzenden, es gibt die Unschönen. Die gibt es genauso. Jede kann von mir beleuchtet werden. Steht mir zur Verfügung. Das muss ich wissen. Ich kann jetzt jede Realität erschaffen in diesem Moment, wo ich mich als Schöpfer anerkenne. Also, macht mal die Augen zu. Mit all diesem Wissen, mit all dieser Klarheit können wir unserem analytischen Verstand, unserer analytischen Persönlichkeit, unseren Erfahrungen, unseren vergangenen Geschichten, unserer Ahnenlinie, können wir danken. Wir danken uns dafür, was wir bis hierher erlebt haben. Wir danken der Persönlichkeit, unserem menschlichen Design dafür, dass es uns genau hierhin zu diesem Moment an diesen Punkt gebracht hat. Weil wir wissen, dass es genau gut und richtig war, die Reise bis zu hier, bis zu diesem Punkt. Und wir wissen auch, dass wir jetzt eine radikale Veränderung wählen. Wir wählen radikale Freiheit. Wir wählen radikale Selbstbestimmtheit. Wir wählen absoluten, hundertprozentigen Wert. Wir wählen unsere hundertprozentige Autorität, Kraft und Macht. Alles ist in uns und wir spüren das jetzt. Wir spüren, dass es nichts außerhalb von uns gibt. Ich spüre nur mich. Mich. Ich spüre meine Füße am Boden von meinem Erdengefährt. Ich spüre das. Ich spüre, dass ich hier bin. Ich spüre, dass ich bin. Ich spüre, dass ich bin. Aber ich spüre eben nur, dass ich bin. Ich habe im Moment kein anderes Gefühl zu mir, als dass ich bin. Ich spüre nichts anderes. Dieses Ich Bin, das ist so neutral. Dieses Ich Bin ist nichts Besonderes. Und doch ist es alles, weil ich weiß, überall, wo ich bin, bin ich es. Ich bin ich es. Egal, wo ich bin, mit wem ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es, die wahrnimmt. Ich bin es. Und ich bin es immer.
Und jetzt bin ich bereit, all das zu sein, was ich schon immer sein wollte. Jetzt bin ich bereit, anzunehmen, dass ich in allerhöchster Liebe und Perfektion hier sitze. Ich bin bereit anzunehmen, dass es nichts gibt, was ich nicht sein kann. Ich bin bereit anzunehmen, dass es nichts gibt, was ich nicht lieben kann. Ich bin Liebe. Und zwar die Liebe, die nichts braucht. Ich bin die Liebe, die einfach nur ist. Und ich muss nichts wollen dafür. Und ich muss aber auch nichts geben dafür. Sondern es ist einfach Fact. Es ist Fact. Ich bin perfekt. Und das ist Fact. Und meine Perfektion ist nicht in Frage gestellt. Und ich verspreche mir hier und jetzt, dass ich mich immer aus den göttlichen Augen einer perfekten Schöpfung selber sehe. Nichts wird in Frage gestellt. Ich stelle keine Fragen mehr. Ich brauche keine Antworten mehr, weil ich bin. Ich bin das, was ich bin. Und das ist perfekt. Das ist in Ordnung. Das wird nicht mehr in Frage gestellt. Ich stelle mich nicht in Frage. Und wenn ich mich nicht in Frage stelle, gibt es keine Zweifel mehr, weil ich bin. Ich bin alles, was ich sehe. Ich bin die Schönheit der Natur. Ich bin die Freude. Und es ist völlig egal, wie sich Freude anfühlt. Wenn ich die Freude bin, dann bin ich die Freude. Und wenn ich das Leben bin, dann bin ich das Leben. Und ich stelle das Leben nicht mehr in Frage. Weil das Leben ist die Liebe, die ich bin. Und mit diesem Gefühl, das du jetzt hast, sage bitte dreimal zu dir: Ich bin, dass ich bin. Ich bin, dass ich bin. Und fühle, wie sich das anfühlt in deinem Körper. Fühle, wie du bist, wenn du bist, das, was du bist. Und jetzt siehst du, wo du bist. Ich sag dir nicht, wo du bist. Du siehst, wo du dich befindest. Und an diesem Ort siehst du
eine goldene Tür vor dir. Und du sagst dieser Tür, öffne dich. Und diese Tür öffnet sich und du gehst hinein in einen überdimensionalen, unendlich großen Raum aus Kristallen. Und du schaust nach oben und du siehst, wie dieser Raum einfach unendlich weit nach oben geht und kein Ende hat. Kein Ende. Die Tür ist verschlossen und du stehst in diesem Raum, der eigentlich wie ein Zylinder nach oben ist, aus Kristallen in die absolute Unendlichkeit. Wenn du in die Kristalle schaust, dann siehst du, das ist wie bei einem Diamant, viele, viele Ecken gibt in diesen Kristallwänden und es sind so unendlich viele Bilder da drin. Du siehst Bilder über Bilder über Bilder in multiplen Dimensionen. Du kannst überhaupt nicht sehen, wie viele es sind und du weißt, es geht in die Unendlichkeit. Und überall, wo du reinschaust, siehst du dich, du siehst dich. Du siehst dich überall in verschiedenen Abbildungen, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Gestalten, als Mann, du siehst dich als Frau, du siehst dich als Tier. Du siehst dich als Blume, du siehst dich als Baum, du siehst dich als Gras, du siehst dich überall und du weißt, wow, das bin ich. Das bin ich. Und ich bin so schön in jeder Form. Ich bin so schön in jeder Gestalt. Ich bin so schön. Ich bin so perfekt. Ich bin so geliebt. Ich bin so gewollt. Weil alles ist eine Reflexion von mir. Ich kann alles reflektieren. Und ich entscheide mich für die Liebe. Ich entscheide mich hier und jetzt für die göttliche, bedingungslose Liebe, die nicht verletzt, die nicht braucht, die einfach nur ist. Und hier stehe ich und fühle mich so gut, so rein, so klar, so befreit, so neu. So göttlich, so perfekt. Und genieße diese Unendlichkeit von dir, deine unendlichen Reflexionen, die einfach nur immer wieder das tragen, was du bist, an Schönheit und an Perfektion, an Liebe, an Begeisterung, alles, was mit dir zu tun hat, ist du. Alles ist so, wie du bist. Und wenn du deiner höchsten Perfektion, in deiner höchsten Form, in deiner höchsten Wahrheit, in deiner höchsten Klarheit
auftrittst, dann ist es die Energie von allem. Und jetzt weißt du, wer du in Wahrheit bist. Jetzt siehst du dich überall, in allen Spiegelbildern, in diesem Kristallenzylinder. Und du gefällst dir in jeder Form. Du gefällst dir in jeder Ausprägung. Und du weißt, dass du das bist. Sauge dann nochmal dieses wunderbare Gefühl ein. Und jetzt wählst du eine Realität, die sich nach erfüllt anfühlt. Da ist alles erfüllt, was du dir wünschst, aus Fülle. Das ist alles erfüllt, nicht weil du es früher nicht hattest oder weil du an Zeiten und an Situationen erinnerst, wo du das nicht hattest, sondern es ist einfach erfüllt, weil es erfüllt ist, weil du erfüllt bist. Visiere diese Reflexion von dir an. Du musst gar nichts groß sehen. Es ist wie, als trittst du in einen Kristall ein und in dem bist du jetzt drin. Es ist deine erfüllte Realität. Da bist du. Alles ist erfüllt. Nichts fehlt. Du bist da. Du bist glücklich. Und du weißt, du kannst jederzeit austreten. Du weißt, du kannst eine andere Realität wählen, wo Dinge fehlen, wo Dinge nicht so sind, wie du sie haben möchtest. Das weißt du. Du bist frei. Du kannst wählen. Aber wenn du jetzt wieder rausgehst in diesen kristallenen Zylinder, dann weißt du, dass jede Realität, die du aus dieser Position heraus wählst, Erfüllung ist. Du kannst keinen Fehler machen. Wenn du da bist und dort deine Wahl triffst für die Realität, du weißt, es ist geschehen, es ist passiert, es ist da, du bist eins. Es herrscht keine Trennung mehr. Jetzt drehst du dich nochmal zu der Tür, zu dieser goldenen Tür. Und du weißt, du kannst jederzeit sagen, öffne dich, ich trete wieder aus. Du kannst zurück, aber du musst es entscheiden. Du musst sagen, ich will zurück. Ich will nicht erfüllt sein. Ich möchte zurück. Und dann geht die Tür auf. Dem Moment, wo du sagst, ich möchte zurück, bist du sofort wieder zurück. Aber wenn du sagst, ich bleibe, und immer wieder sagst, ich bleibe in meinem göttlichen Wissen, in meinem göttlichen Design, in meiner göttlichen Energie, in meiner göttlichen Perfektion, in meiner göttlichen Ansicht. Und ich weiß, dass aus dieser Ansicht göttliche Reflexionen zurückstrahlen, dann bleibe ich. Ich bleibe. Und wenn du bleibst,
Dann sagst du jetzt zu dir, ich bleibe. Und wenn du sagst, ich möchte nicht bleiben, dann sagst du, ich möchte zurück. Du hast die Wahl, jeden Moment in deinem Leben. Du musst jetzt auch nicht aufwachen oder aus dieser Meditation herauskommen, sondern das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Jeden Moment hast du die Wahl. Und du bist nicht meditiert oder ausgestiegen, sondern du bist nur bewusst. Und du kannst jeden Moment bewusst sein. Jeden Moment kannst du bewusst sein. Und in diesem Bewusstsein weißt du, woraus deine Wirkkraft besteht. Dass du wählst, wo du bist, in welcher Realität du bist. Und dass du diese Wahl beibehältst. Egal, was ist. Du hast jetzt eine Wahl getroffen, die du immer wieder widerrufen kannst. Du bist so frei, dass du immer wieder die Unfreiheit wählen darfst. In diesem Sinne, Namaste und ich bin.